willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute sind wir mit der neuen Nikon ZFC hier draußen im schönen Düsseldorf und machen ein paar Porträts und ein paar Bilder und schauen so, wie sich die Kamera so schlägt draußen. Und der Julianna ist heute mein Model und ja, wir machen hier ein paar Bilder. Ja, ich habe ein paar Objektive dabei. Das heißt, wir können ein bisschen durchwechseln. Heißt, wir nutzen nicht nur das 28er oder 16-50. Mhm. Ich habe auch ein 50er 1.8 dabei und schauen wir mal, was wir so finden. Und ja, los geht's. Wir waren jetzt mit der neuen Nikon ZFC hier draußen unterwegs, haben ein paar Porträts gemacht und auch ein paar Bilder von den schönen Gebäuden hier. Ich habe im Allgemeinen hier das 16 bis 50 mm das Kit-Objektiv verwendet und wir haben für die Porträts auch noch das 50 mm 1.8 benutzt. Da sind echt schöne Porträts bei rausgekommen. Ich durfte noch modeln, du hast alles erklärt, du hast mir gesagt, wie ich stehen soll, du hast ein paar Tipps gegeben, dass man sich so ein bisschen in Bewegung befindet. Ne? Vielleicht kannst du gleich auch einfach mal so ein bisschen auf mich zulaufen, also nicht so richtig schnell gehen, aber einfach nur so ein bisschen Bewegung machen. Okay. Ja, genau. Das ist ja auch echt ein cooler Tipp, dass wenn man privat jemanden fotografiert in der Reise, dass die Leute nicht so wie angewurzelt dann vom Eiffelturm stehen. Ja, weil manchmal weiß man halt nicht genau, wie man sich stellen will, dann steht man da irgendwie so oder so, aber so ein bisschen Bewegung ist schon mal ganz nett. Das sieht ein bisschen lockerer aus. Dass man nicht so wie angewurzelt dasteht, wenn man fotografiert wird, sondern mal vor- und zurückläuft. Das fand ich ganz gut. Da kann man auch ein bisschen Tanzschritte üben währenddessen. Aber ist eigentlich immer über den Sucher oder manchmal auch über das Display bei deinen Kameras? Nee, ich mache es tatsächlich eigentlich immer über den Sucher. Okay. Weil ich sehe dann einfach, also es ist besser ausgeleuchtet und vor allem jetzt bei so Wetter muss ich immer so gucken. Okay. Dann weiß ich nicht genau, wie es dann aussieht. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wir dabei, haben ein Bild. Du? Ja. Ich musste mich erstmal mit der Kamera hier ein bisschen abfinden, aber man kommt echt schnell rein. Ich habe hier ein bisschen an der Belichtungskorrektur herumgespielt, um die Belichtung ein bisschen anzupassen. Sonst verwende ich auch eher den ISO, der ist ja immer bei 100, wenn ich draußen fotografiere. Und die Belichtungskorrektur stelle ich immer auf Automatik. Da muss man hier einmal an diesem kleinen Schaltknüppel drehen, dann wird das automatisch eingestellt. Genau, und die Blende nehme ich immer die niedrigste. Gerade bei Porträts finde ich das sehr, sehr schön. Bei dem 50 mm 1.8, wenn die Blende auf 1.8 ist, dann hat man ein schönes Bouquet und der Hintergrund ist schön unscharf. Du hast gerade einen lustigen Versprecher gehabt. Du hast gesagt, du hast dich mit der Kamera gut abgefunden. Mhm. Ich vermute mal, du meinst gut zurechtgefunden. Ja, genau. Wie hat es sich denn angefühlt, mit der Kamera gearbeitet zu haben? Also ich finde es echt cool, dass hier vor allem die Einstellknöpfe hier oben sind, weil dann hat man echt einen einfachen Zugriff auf alle wichtigen Details wie ISO, Blende und Verschlusszeit, weil man kann es super einfach einstellen. Und die Belichtungskorrektur, die sitzt halt auch hier oben drauf und die ist auch sehr einfach zu bedienen. Also kommt man nicht mal eben so dran, dass sich die einfach verstellt, aber ist jetzt auch nicht super schwer, die jetzt irgendwie zu verdrehen. Kannst du dich einmal komplett gerade hinsetzen und dann einmal hier so irgendwie ein bisschen aufstützen? Aufstützen? Ja. Also die Hände dann vorne oder hier? Ja, so, ja, genau. Oder lieber so rum? Ja, so ist gut. Bei den Porträts habe ich gesehen, hast du den Gesichts- und Augen-Autofokus benutzt. Mhm. Wie war das? Also ich fand es echt cool, weil das ist halt so ein Feature, was super hilfreich ist. Gerade ich habe dir ja auch gesagt, dass du dich viel bewegen sollst und da halt immer den Fokus irgendwie, gerade manuell mache ich eher kaum, also vielleicht mal bei so Architektur oder sowas, wenn man halt ein ruhiges Bild hat, aber wenn du dich so bewegst, dann ist das echt super, weil der geht halt immer mit deinem Gesicht, mit dem Auge und ja, so kann man einfach super schnell arbeiten und der Fokus, ist immer sicher so, dass es immer scharf ist. Das finde ich sehr gut. Also kannst dich voll auf die Bildkomposition konzentrieren genau. Und der Rest passiert einfach alles automatisch. Alles drumherum. Ich vergesse auch manchmal, wie der Hintergrund aussieht. Das ist immer so ein bisschen, wo ich noch lernen muss.
Aber wenn der Fokus sitzt, dann muss man sich da schon mal nicht drum kümmern. Okay, ja, cool. Die Kamera hat generell viele Autofokusfunktionen. Und jetzt heute tatsächlich war der Gesichts- und Augenautofokus und das Einzelfeld, glaube ich, die sinnvollsten Sachen, Architektur und eben Menschen. Ja. Hätte man jetzt noch Hunde oder Katzen dabei gehabt, aber hatten wir ja nicht, hätte man da auch nochmal wechseln können. Aber doch, schön, dass du viel durchprobiert hast. Ja, sehr, sehr cool. Ja, das war's auch schon mit dem kleinen Ausflug hier nach draußen. Und es gibt ja schon ein erstes Video, wo wir so ein bisschen über die Eckdaten der Kamera gesprochen haben. Und wir gehen dann auch nochmal beim dritten Video auf die Kamera im Detail ein. Mir hat Spaß gemacht und danke, dass ich mit dir hier so rumlaufen durfte, ein bisschen ausprobieren durfte und ein bisschen an meiner Modelkarriere arbeiten durfte mit dir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Na.